Okay, diesmal keine Zwischenfrequenz, aber neue Forschung haben wir jetzt erreicht. Okay, aber reden wir erstmal uns durch. Ist Tosh und Dawn die Nachrichten? Du siehst mitgenommen aus. Du hast ja wieder die Erinnerungen dieses Protoss angesehen. Sie umgeben dich wie eine Aura. Ich habe einen Hybrid gesehen. Irgendwas Abartiges. Das Biest hat versucht, die Protoss-Bewahrer zu verderben. Wer könnte es dahin geschickt haben? Wer kontrolliert so ein Ding? Der sie erschaffen hat. Und der eine war nur der erste von vielen. Dunkle Vorboten, Mann. Schon bald werden es mehr sein, als man zählen kann. Und Verzweiflung wird über die Sterne kommen. Woher willst du das alles wissen? Ich weiß es nicht. Ich fühle nur, dass ich recht habe. Okay, natürlich fühlen kann man immer. Besuchen Sie das Labor, das ist klar. Schauen wir aber erstmal die Nachrichten an. Und ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play StarCraft 2, falls ich es noch nicht gesagt habe. Aber jetzt erstmal zu den Nachrichten. Wir müssen ja ein bisschen schlauer werden hier. Chieftains sind zurück. Puls rasender Sound, der die Galaxie zum Beben bringt. Rockt ab zu Hits wie Turn Up the Night. Another Hydralisk bites the dust. Saturday night's alright for New King. Every rose has its thorn. Auf Tour in ihrer Galaxie. Es war ein bisschen eine Werbung. Naja, okay. Erstmal ins Arsenal. Was ist los, Cowboy? Du siehst in letzter Zeit irgendwie mitgenommen aus. Mitgenommener als üblich, meine ich. Ich habe zurzeit einfach viel um die Ohren zu haben. Du kennst das ja. Ja, klar. Weißt du, du könntest einfach mal ab und zu die Finger von der Pulle lassen und dich ordentlich ausschlafen. Danke, Mutti. Ich gehe mir dann mal ein Glas Milch holen. Wir können wieder was Neues machen. Ja. Yeah. Was wollen wir machen? 75.000 haben wir jetzt. Gut, dass wir ein bisschen gespart haben. Aber was können wir jetzt da machen? Welche brauchen wir denn? Luft und Boden. Oh, gleichzeitig. Das ist eigentlich eine gute Sache. So, können wir noch uns noch was leisten? Nee, kann man nicht. Okay. Dann noch auf der Brücke. Willkommen zurück, Sir. Was konnten Sie diesmal durch den Kristall herausfinden? So offensichtlich, was? Teratol brachte die Fragmente der Prophezeiung zu einer Art Tempel oder Bibliothek. So ein Mittelding aus beidem, schätze ich. Aber dieser seltsame Protoss-Zerg-Hybrid hatte den Ort bereits übernommen. Sie meinen so eine Art verseuchter Protoss? Nein, das hatte mit Verseuchung nichts zu tun. Eher als hätte jemand die Stärken beider Spezies genommen und sie in einer einzigen vereint. Eines sage ich dir: Wenn es diese Dinger wirklich gibt, stecken wir tief in der Scheiße. Naja, auch aber wieder auch nicht wahr? Ah, Zirk Tank. Yeah. Willst du was zum Lesen, Leute? Falls ihr Interesse habt, könnt ihr es lesen. Ich nicht. Gut, Forschungskonsole. Oh ja, da wollte ich hin. Nachricht von der Moebius Foundation. Mr. Rayner. Oh, Mrs. Rayner. Sie haben eindeutig die Grenze dessen erreicht, was Sie von Zirk Bioproben zu erlernen vermögen. Wir wären sehr daran interessiert, Ihnen zukünftig, was? Künftig sämtliche Bioproben auf Sie zu stoßen. Was? Auf die Sie stoßen. Es ist so eine schlechte Grafik abzukaufen, und zwar für 10.000 Credits pro Exemplar. Okay. Beprüfen Sie diese Konsole, wenn Sie weitere Bioproben finden. Der Erlös wird direkt auf Ihr Konto überwiesen. Dr. Naruto. Okay. Mr. Rayner. Okay, Mr. Rayner.
Gut. Dann werden wir mal hier gucken. Ey, das ist eigentlich eine gute Sache. Wie kann man jetzt nichts erforschen, noch nicht? Nein, okay. Gut. Ja, ich habe eine schlechte Grafik, aber das wird sich auch bald ändern. Gut, machen wir aber erstmal mit der nächsten Mission weiter von der Sternkarte. Koral oder Tyrador? Machen wir Koral. Zu verwenden, den Angriff zur Übernahme der UNN-Studios auf Korhal zu leiten. Sobald der Odin ihre Verteidigungsanlagen ausgeschaltet hat, werden wir mit der Ausstrahlung beginnen. Darüber wird man noch in 100 Jahren sprechen. Mission, Sondermeldung. Besetzen Sie UNN-Studios. Belohnung 120.000 Credits. Okay, starten wir die Mission. Unser Überfall auf die Valhalla-Anlage wurde noch nicht gemeldet. Die Liga hat keine Ahnung, dass wir den Odin gestohlen haben. Ich musste so ziemlich jeden Gefallen einfordern, den ich noch gut hatte. Aber der Odin ist jetzt auf der Oberfläche mit Tychus als Pilot. Matt, du bist ein Genie. Das muss eine komplizierte Operation gewesen sein. Das wollen Sie lieber gar nicht wissen, Sir. Ich würde alles dafür tun, Mengs bloßzustellen. Also, wollen Sie ihn nachher wirklich in den UNN-Studios filmen? Das ist richtig. Und wir werden Sie nicht enttäuschen. Da Tychus der Einzige mit Erfahrung ist, wird er den Odin steuern und einen Überraschungsangriff auf die Wachen des Studios starten. Sie werden einige Minuten verwirrt sein und zuerst gar nicht wissen, wen sie angreifen sollen. Und in der allgemeinen Verwirrung errichten wir mit Hilfe unserer kürzlich erworbenen Kommandozentrale einen Stützpunkt. Ziemlich durchtrieben, Matt. Gefällt mir. Wenn Tychus mit seinem Überraschungsangriff genug Schaden anrichten kann, sollte es relativ einfach sein, die Übertragung durchzuführen. Nicht vergessen. Uns bleiben nur ein paar Minuten, bevor die Liga erkennt, dass Tychus in dem Odin sitzt. Sobald sie das herausgefunden haben, werden sie alles, was sie haben, in Bewegung setzen, um uns aufzuhalten. Was auch immer passiert, das wird auf jeden Fall eine Show, an die Mensch sich sein Leben lang erinnern wird. Okay, mal los. Los geht's. Let's go. Aber erst nach den Livestream, wie immer. Ich bin im Sicherheitsnetzwerk der Liga. Bringe Ihre Standorte jetzt auf den Schirm. Auf geht's, Tychus. Du weißt, was du zu tun hast. Dachte schon, du würdest nie fragen. Es ist mir nach Hause gefolgt. Kann ich es behalten? Ach so, man kann hier nicht raus. Okay, let's get ready to rumble. Der Odin ist außer Kontrolle. Wiederhole, der Odin ist außer Kontrolle. Haltet ihn auf. Achtung, Rebellenpilot. Hier spricht General Warfield vom Liga-Hauptquartier. Ergeben Sie sich oder Sie werden umgehend vernichtet. Ich... Krass, Alter. Wie viel Schaden die mir hier reinmachen. Wir machen jetzt sehr wenig, also sehr viel Schaden, aber wir müssen auch sehr viel einstecken. Gut, starten wir mal im Überraschungsangriff. Erstmal hier. Knallt ihn ab! Jojo, dreh dich erstmal um und dann bist du eh schon tot. Erstmal hier alles kaputt machen. Macht Platz für den Platzhirsch. Das wird hinhauen.
Gibt's hier noch irgendwas? Ja. Die zerquetsche ich wie Käfer. Heftig. Du, 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 du. Einfach mal hier alles kaputt machen. Let's get ready to run. Alles kaputt machen. Ja. Ich liebe es. Nichts als Schutt und Asche. Der Hund ist von der Leine. Zorn der Götter im Anmarsch. Zumindest hat noch keiner irgendwas hier gepeilt, dass wir hier die ganze Zeit irgendwelche Leute angreifen. Heilige. Ich liebe es. Platz für den Platzhirsch. Ragnarök. So, jetzt machen wir hier nochmal alles kaputt. Damit wir durch. Heftig. Ein Alarm wurde ausgelöst. Es wird nicht lange dauern, bis sie mich aus ihrem System werfen. Mach dir mal nicht ins Hemd, Junge. Gönn einem Mann doch ein bisschen Spaß bei seiner Arbeit. Ragnarökenroll. Heftig. Das wird hinhauen. Macht Platz für den Platzhirsch. Ja, eins haben wir zumindest schon mal, aber ich weiß jetzt nicht wegen den. Ich liebe es. 5 Minuten, wie soll ich das schaffen? Heftig. Ich brauch 5 Minuten, bis ich hier oben bin. Wir haben fast keine Zeit mehr. Die Jungs hier auch nicht. Immer mit der Ruhe. Ich hoffe mal, dass die Mission nicht vorüber ist, wenn wir das jetzt nicht schaffen. Weil ich weiß jetzt nicht gar nicht, wie ich das machen soll in der Zeit. Ich liebe es. Mach Platz für den Platzhirsch. Liga hat auf einen sicheren Kanal gewechselt. Ich kann ihre Positionen nicht mehr bestimmen. Ich konnte allerdings auf das UNN-Netzwerk zugreifen. Wir müssen lange genug Truppen in der Nähe eines Senatoms halten, um unsere Nachricht auszustrahlen. Damit unsere Übertragung den gesamten Raum der Liga erreichen kann, werden wir jeden Sendeturm lange genug kontrollieren müssen, um die Daten hochzuladen. Jeder Einheitentyp kann die Kontrolle aufrechterhalten. Du kannst darauf wetten, dass Mengsk da auch noch ein Wörtchen mitreden will. Gehen wir. Okay. Basis ist aufgebaut. Ach, nur Fortschritt. Ich übertrage die Kontrolle jetzt an Sie, Sir. Na gut. Du hast jetzt sehr viel geschafft, würde ich mal sagen. So gut wie gar nichts. Ey, baut mal bitte. Aus der Bahn. Bitte repariert werden. Ach so, der von selber. Die neuen Maschinen kommen. Diese Tore sind kleiner als der Odin, aber sie lassen sich besser steuern und haben immer noch ordentlich Wumms. Viel Spaß damit. Der Große hier gehört mir. kein Problem damit. Aber wir müssen uns beeilen. So. Nee, wir bauen jetzt hier erstmal ein paar Depots. Ach, haben wir ja schon. Aber wir bauen hier noch ein paar. Schiff, Bodeneinheiten für Panzerung und Bodeneinheiten, das ist immer eine gute Sache und das werden wir erstmal vollständig machen. Kann's kaum noch.
da echt aufpassen. Tykes. So. Was noch? Bauen wir hier immer noch ein zweites hin? Da müssen wir hin. Na gut. Wird denn wohl nicht das große Problem sein. Was nicht passt, wird passend gemacht. So. Ach, jedes Mal zu wechseln. Jedes Mal alles zu wechseln ist schon ein bisschen, muss man sich wieder dran gewöhnen. Es ist mir nach Hause gefolgt. Kann ich es behalten? Oh yeah. Gehen wir mal weiter hier. Schauen wir mal, was hier abgeht. Oh. Kommen schon die ersten. Zorn der Götter im Anmarsch. Macht Platz für den Platzhirsch. Zivilisten. Hinhauen. Können wir Zivilisten kaputt machen? Nee, können wir. Doch, können wir. Aber oh, ich bin kein Zivilisten-Killer. Hier unten geht's nicht weiter, okay. Oh, das macht richtig viel Schaden. Mach Platz für den Platzhirsch. Das wird hinhauen. Heftig. Ragnar Rock'n'Roll. Mach Platz für den Platzhirsch. Alle kaputt machen hier. Das wird hinhauen. Ragnar, ich liebe es. Heftig. Der Hund ist von der Lange. Die zerquetsche ich wie Käfer. Okay. Ja, ja. Mal sehen, was dieses Baby zu schlau macht. Zorn der Götter im Anmarsch. BBF einsatzbereit. Macht Platz für den. Ja, schon mal weiter alles kaputt machen. Nichts als Schutt und Asche. Die zerquetsche ich wie Käfer. BBF bereit. Der Hund ist von der Lange. Zeige, es hat noch gar nichts abbekommen, das ist schon mal gut. Okay, wir müssen uns mal zurückziehen. Wir müssen uns zurückziehen. Das wird hinhauen. So. Bin für die Schlacht geboren. Ihr könnt mal hier hin. Ach, sind drei, es ist gut. Ich verliere alles ein bisschen außer. Ah, okay. Oh, wir werden schon wieder angegriffen. Los, 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 wir werden einfach mal so angegriffen. Nein. Wo
sind unsere Fliege? Hoffentlich ist das Ding versichert. Richtige Anstellung. Ja, Hauptsache wir werden hier nicht ein. So. Alter, wie sie uns einfach hier kaputt machen wollen. Erweiterung fertiggestellt. Bin jetzt hier erstmal ein bisschen in Rage. Bauen hier erstmal zwei. BBF bereit. So. Was nicht passt. Gut, die zwei haben wir auch. Also die zwei hier, die können ein bisschen. Bisschen was ablenken. Okay, Tykes wird angegriffen, das ist nicht gut. Auf die Post! Jetzt geht's rund! Hier ist der Tor. Hoffentlich ist das Ding versichert. Schießen Sie los! Gut, von beiden Seiten müssen wir gut schützen, unsere Basis. Was kommt von hier? Ach nee. Bloß Zivilisten? Daran sind wir nicht interessiert. Das schaffen wir schon. Nichts als Schutt und Asche. Die zerquetsche ich wie Käfer. Der Hund ist von der Lande. Heftig. Song der Götter im Anmarsch. Der Hund ist von der Lande. Hoffentlich ist das Ding versichert. Mal sehen, was dieses Baby so drauf hat. Okay, den haben wir gleich eingenommen. Dann haben wir ja nicht mehr viel. Oh. Mal geht es tatsächlich nur um dich, Arcturus. Ich hoffe, du genießt die Show. Ich wusste es. Warfield, schicken Sie Ihre Männer da runter. Ich will Rainers Kopf, verstanden? Seinen und die seiner Terroristenfreunde. Okay. Terroristen, ja, ja. Bauen hier erstmal uns ein bisschen weiter. Ah, Mann. Brauche ich hier ein bisschen zu viel. Das ist schon mal gut. Hier kann ich weiterentwickeln. Hier könnte ich auch schon längst weitermachen. Ja, das habe ich gewusst. So, wird gebaut. So, ich habe jetzt zwar Überfluss sehr viel, aber naja. Was gibt's? Alles klar, her damit. Wir werden uns hier mal sammeln. Benötige weitere Depots. Naja. Wird alles schon her gebaut. Ist schon wieder voll. Geht aber schnell. Bin für die Schlacht geboren.
Gut, dann machen wir hier mal kurz den Sensor weg, weil der geht mir richtig auf die Nerven. Oh, wie der uns einfach wegbombt. Naja. Den machen wir trotzdem kaputt, obwohl ich jetzt eigentlich Verlust gemacht habe. Wir müssen hier ein bisschen... Meine Freunde, ihr macht hier nichts kaputt. Könnt ihr vergessen. Müsst ihr schon erstmal an mir rankommen. Systeme optimiert. Gefackt. Alles klar, her damit. Sammeln, alle sammeln. Ich ruste hier vor. Losgeladen und entsichert. Komm her. Jetzt geht's rund. In Ordnung. Zum Sieg. Ja, wir machen hier sehr viel an Kohle und weiß nicht wohin damit. Tja. Was haben wir denn? Warpix? Meine ich auch zur Verteidigung. So. Alles zur Verteidigung hier erstmal hinschicken. Und hier weiter. Mal sehen, was dieses Baby so drauf hat. Ich liebe es. Ragnar Rock'n'Roll. Hier ist der Tor. Immer mit der Ruhe. Worauf soll ich ballern, Sir? Hier immer schon Ruhe bewahren. Dieser mächtige Stahlgigant steht als Zeugnis für die Genialität und Entschlossenheit unserer Liga-Ingenieure und Wissenschaftler. Okay. Was muss getötet werden? Warte. Was wichtig ist? Jep. Schlechte Neuigkeiten? Ja. Gut, jetzt haben wir uns hier ein bisschen wieder gesammelt und let's go. Nächste Runde. Hier haben wir eigentlich schon einiges kaputt gemacht. Oh, okay, doch nicht. Gut, das haben wir hier eigentlich schon ziemlich gut gemacht. Wir greifen einen der Türme an. Team Bravo, schaltet sie aus. Roll. Wir sollten kein Problem haben. Ja, Team Bravo schaltet sie aus. Okay. Tolles Team. So. Ich kann gleich mal hier die Hälfte hier hinschicken und hier mal ein bisschen weiterbauen. Da ist mal der Weg. Ja, ja, da ist er nicht so im Weg. Dann ist er einfach zu zerbombt werden. Bald werden wir Manx' schmutziges kleines Geheimnis an alle Welten der Liga übermittelt haben. Es dauert noch. Hä? Was liegt an? Ach, ihr könnt nicht helfen.
Doch, könnte schon. Ich dachte nämlich schon. Es ist mir nach Hause gefallen. Ich kann nicht mehr halten. Der Hauptriss hat der Lange. Seid Schutt und Asche. Manch einer mag sich scheuen vor den Kosten eines Hauptes. Er ist durchgedreht! Lauf! Ich liebe es. Bin ich durchgedreht? Es geht los! Keine Chance. Das wird hinhauen. Song der Götter im Anmarsch. Nichts als Schutt und Asche. Der Hund ist von der Lande. Ich liebe es. Okay, einer greift uns hier an. Ach komm, da ist noch einer. So, weiter geht's. So, jetzt können wir hier mal abbauen. Warte mal, ich schicke hier noch ein paar Leute hin. Damit wir hier keine Probleme bekommen. Beim Abbauen. Aber wir machen jetzt erstmal alles kaputt. Bevor ich es einnehme. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. Benötige Unterstützung. Auf die! Stirb, stirb, stirb! Es ist mir nach Hause gefolgt. Kann ich es behalten? Die zerquetsche ich wie Käfer. Ah, gut. Gut. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. Weiter, TechCom. Mal sehen, was dieses... Kanal offen. Es ist mir nach Hause gefolgt. Kann ich es behalten? Warte mal, ich mache jetzt erstmal das hier kaputt. Ah, das macht mir jetzt nichts mehr aus. Jetzt nehme ich das ein und dann war's die Sache. Jetzt reicht's mir. Sicherheitsverletzung an einem der Türme. Team Alpha, angreifen. Haltet sie auf. Sie sind sowieso komplett zerstört. Der macht da irgendwie keinen Sinn. Woher kommen die alle? Spawnen sich alle irgendwo her. Normal, alle sind down. Was ist das hier? Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Alle sind down, also. Überall war ich schon, alle sind down. Und ja, wir haben gewonnen. Die letzte. Wollen doch mal sehen, was die Menschen jetzt von ihrem geliebten Imperator halten. Alle Übertragungen wurden gesendet, Sir. Jeder Planet in der Liga hat gerade einen UNN-Spezialbericht über Max bekommen. Oh yeah. Sie haben wieder sowas von. War eine geile Mission. Sondermeldung. Okay. Dann fangen wir mal fort.